Was überlegst du da, jemand? Du hast doch ganz genau gehört, dass sie fast geschrien hat. Sie halten sich jetzt mal da hinten zurück und sie beeinflussen den Zeugen nicht. Der soll sagen, was er selber gehört und gesehen hat. Ja, sie hat auf jeden Fall fast geschrien. Da sind Sie sich sicher? Ja, 100%. Wie haben Sie sich dann verhalten, als Ihr Kumpel angegriffen wurde? Wie, ich check Ihre Frage nicht. Entschuldigung, Sie haben doch mitbekommen, dass Ihr Kumpel ganz brutal von einem Hund gebissen wurde. Ja? Sie haben es gerade ganz plastisch geschildert. Was mache ich da im Normalfall? Ich gehe dazwischen, ich versuche den Hund abzulenken, ich hole mir irgendwo einen dicken Stock und versuche ihn damit wegzuhauen oder irgendwas. Was haben Sie gemacht? Ich habe gar nichts davon gemacht. Nein, ich habe nichts davon gemacht. Nicht um Hilfe gerufen, oder einen Knüppel oder einen Stock geholt? Gar nichts, ich habe nichts davon gemacht. Der Hund, der hätte auch auf mich abgehen können. Warum denn das eigentlich? Hätte der Hund vielleicht einen Grund dazu gehabt? Vielleicht. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht, weil Sie ja diesen Hund auch schon mal im Tierheim gequält haben, genauso wie Ihr Kumpel. Der Hund war blutrünstig, der hätte jeden über den Haufen gerannt. Sie haben also Ihre coolen Beine in die Hand genommen und haben das Weite gesucht. Ja, meine coolen Beine, also ich bitte Sie. Aber Sie sind abgehauen, das ist schon richtig. Haben Sie dann später, als Sie in sicherer Entfernung waren, Hilfe gerufen? Nein. Alter, was ist mit dir los, Mann? Was bist du für ein Kumpel, Alter? Lässt mich da einfach verrecken, wenn der Hund auf mich losgeht, oder was? Ja, bleib doch mal ruhig. Du hattest doch dein Pfefferspray dabei. Konntest dich doch gut selbst wehren. War doch alles cool. Überhaupt nichts war cool, Mann. Super, Mann. Ich hänge da auf dem Boden und kämpfe mit einem Hund um mein Leben. Und du haust einfach ab und machst nur schnelle Beine, oder was, Mann? Eigentlich Rettungswagen gerufen, Frau Drosch. Entschuldigung, darf ich auch noch mal was fragen, oder störe ich Sie beide? Rettungswagen war meine Frage. Haben Sie einen gerufen? Nein. Warum nicht? Ja. Ich war halt in Panik. Ich musste Attila ruhig stellen und außerdem hatte ich kein Handy dabei. Ja, waren sonst im ganzen Park keine Leute, die Sie hätten fragen können? Ja, doch, natürlich. Aber ich meine, die haben doch schon von alleine den Notarzt gerufen. Es war echt uncool von dir, Mann. Verstehst du das nicht? Es war uncool von dir. Wenn ich da gelegen wäre, hättest du mir geholfen? Hättest du mir bestimmt nicht geholfen. Ich wäre nicht wie ein kleines Mädchen einfach weggerannt, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Was soll denn die Scheiße jetzt? Komm mal wieder klar in deiner Bühne. Ey, wer dich als Freund hat, Unscheiß, der braucht keine Feinde mehr. Halt doch deine Fresse, Alter. Langweil mich nicht. Ey, Unscheiß, ich hätte dir auch mal so einen scheiß Köter an den Hals, dann weißt du, wie das ist. Ja, mach doch, komm. Wahnsinn. Also, vielleicht trotzdem zu Ihnen, Frau Drost, die stehen auf millimeterdünnem Eis, das sind, glaube ich, auch bewusst. Sie haben die Frau Reiling gehört, die ja nun wirklich viel von Ihnen hält. Seit 3 Jahren kennen Sie sie, sie scheinen sie sehr zu mögen und selbst die glaubt nicht mehr daran, dass Sie hier unschuldig sind. Robert? Robert, wo steckst du denn? Hallo? Robert? Manometer! Robert? Steckt denn der Bengel schon wieder? Was machst du da? Sag mal, wo warst du denn? Ich hab überall nach dir gesucht. Ich hab hinten die Käfige sauber gemacht. Und? Gib mal eine Jacke her. Ich bin jetzt mal eben nach hinten. Vielleicht kommt doch der Besuch. Willst du mit meiner Jacke so ein Quatsch? Die kann ich alleine weghängen. Verpiss dich einfach, während dein bester Freund auf dem Boden liegt und von einem Hund massakriert wird, Mann. Toller Kumpel bist du. Ja, stell dich doch nicht so an, du lebst doch noch. Ey, doch alles cool. Ist es dein Ernst jetzt? Ja, na klar, deine Narbe sieht richtig Gangster aus. Bisschen wie Scarface, Alter. Willst du mich verarschen, Mann? Ich prügel die Scheiße aus dir raus, Junge. Ja, komm doch her. Ey, der Hund hätte auf dich losgehen sollen. Was? Er war es nämlich, der die Tiere im Tierheim so aggro gemacht hat. Attila hat ihn gesehen und hat sich deshalb losgerissen. Ey, du willst hier einen auf Foreplay machen, Digga? Willst du das echt? Okay, das kann ich auch. Wer hat denn die Alte zusammengetroschen? Das warst du, Ken, und nicht ich. Alter, ist es jetzt dein Ernst? Ja, willst du mich verarschen? Was soll's denn darüber? Ja, Sie haben schon richtig gehört. Ken hat die alte Dame verdroschen. Und bei der Gegenüberstellung bei der Polizei war sie halt so eingelullt von der Polizei, dass sie halt sich halt nicht richtig sicher war und so. Ja. Und dann habe ich ihn im Park gesehen, wie er sich so richtig gefreut hat, dass er nicht erkannt wurde. Krass, das stimmt doch gar nicht. Alter, du lügst doch jetzt, Alter. Ja, das will ich jetzt auch sagen, aber ich schwör's nicht, ich habe die Alte nicht angepackt. Nee, Mann. Aber wenn Sie schon mal schwören müssen, dass Sie sie nicht angepackt haben, heißt es, Sie waren auch dabei bei dem Überfall, oder wie? Man weiß nicht. Ey, was soll denn das jetzt, Mann? Das war seine Idee, Mann. Also, ich hatte doch recht, wenn einer es war, Herr Richter, dann war es er und nicht der andere. Er. Wenn das wahr ist, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dann ist Ihnen klar, dass sofort jetzt, heute hier, gegen Sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird wegen schweren Raubes, ja, und wegen Körperverletzung. Ne? So, Herr Weber, Frage an Sie. Ist da was dran? Stimmt das? Weiterhin? Quatsch, das ist alles erstungen und erlogen. Er will mich doch jetzt nur in die Scheiße reiten, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich schwöre Sie nicht, lüge nicht. Er hat Sie auf jeden Fall verdroschen. Ich habe Sie nicht angepackt.
jetzt? Ich hab's doch gewusst. Jetzt bekommt er endlich seine Strafe. Naja, also der Punkt ist geklärt. Und Herr Weber, Sie werden noch sehr viel von mir zu hören bekommen. Und ich hoffentlich auch von Ihnen dann. Jetzt würde ich mich gerne wieder der Frage widmen, wieso, weshalb, warum, von wem Attila auf Herrn Weber angesetzt wurde. Was hast du jetzt vor? Du, ich muss zu mir richt. Ich muss Ihnen doch zeigen, was ich da gefunden habe. Hallo? Ja, hallo. Hier ist Susanne Reiling, die Zeugin, die gerade im Prozess wegen dem Hundeangriff ausgesagt hat. Ja, ich müsste noch mal dringend den Richter sprechen. Ja, okay. Ja, ich weiß, dass er noch in der Verhandlung ist. Na, aber dann verbinden Sie mich bitte mit der Geschäftsstelle. Ach, ich warte dann so lange hier. Dann springe ich für dich ein, wenn gleich die Förderer kommen. Nein, ich brauche dich vor Gericht. Die Förderer, die rufe ich irgendwann unterwegs an und sag ihnen dann ab. Wie? Jung? Ja, Frau Jung, ja, hier ist Susanne Reiling. Die Zeugin, die gerade im Prozess ausgesagt hat, wegen dem Hundeangriff. Ja, ich müsste noch mal dringend den Richter sprechen. Ach so, okay, ja. Ja, dann komme ich sofort. Ja, ist gut. Los, komm, steig jetzt ein. Mach hinne. Warum soll ich denn jetzt mitkommen? Steig ein. Ach. Ihnen ist schon klar, ne, dass die neuen Erkenntnisse zum Überfall auf den Kiosk Ihrer Großmutter nichts an Ihrer Lage verändern. Ja, schauen Sie mal, Sie waren ja die ganze Zeit schon davon überzeugt, dass Ken Weber der Täter ist, oder? Entschuldigen Sie kurz gerade mal. Ja. Holt. Hallo, Frau Jung. Das ist ja interessant. Dann sagen Sie der Frau Reiling bitte, dass sie so schnell wie möglich wieder zurückkommen soll, ja? Ah, schon unterwegs. Wunderbar. Alles klar, Dankeschön. Danke, Herr Vorsitzender. Und es war überhaupt kein Zufall, dass Attila Ken Weber angegriffen hat. Es war ja nicht so, dass der Hund entschieden hat, wer hat mich am meisten gequält, den greife ich jetzt an. Er hat auf Frauchen gehört. Sie haben entschieden, dass er Ken Weber beißen sollte. Nein, ich habe Attila auf niemanden gehetzt. Die Frau Reiling, die Leiterin des Tierheims, hat gerade in der Geschäftsstelle angerufen und gesagt, sie könne jetzt sogar belegen, dass der Hund absichtlich scharf gemacht worden ist. Scharf gemacht? Wie denn das? Der ist offensichtlich auf Angriff dressiert worden, der Hund. Ha, dumm gelaufen. Jetzt läuft der Arsch nämlich auf Grundeis, ne? Frau Drosch, damit dürfte klar sein, dass Sie es waren, der Attila auf Ken Weber gehetzt hat. Nein, ich habe damit nichts zu tun und ich wusste nichts davon. Und ich finde es eine Unverschämtheit, dass Sie sich jetzt nicht um die zwei Typen kümmern. Die haben doch gerade zugegeben, dass Sie meine Oma brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Um die beiden Herren kümmere ich mich schon noch nach der Aufwarnung. Jetzt sind Sie erst mal dran. Denn Sie merken es vielleicht nicht, aber es verdichtet sich alles immer mehr dahingehend, dass Sie die Tat begangen haben. Oder hören Sie hier nicht zu? Ken Weber hat vorhin aber auch zugegeben, dass sein Kumpel Thomas die Hunde mehrfach gequält und provoziert hat. Als der Hund da im Park die zwei Jungs gesehen hat, da kann er sich doch genauso gut von meiner Mandantin losgerissen haben und eine der beiden, nämlich in dem Fall Ken Weber, attackiert haben. Ich sag Ihnen mal eins, es gibt überhaupt keine klaren Beweise, meine Mandantin hier und heute zu verurteilen. Ach, hallo, ja, sorry, dass hier so reingeplatzt kommen. Ich habe mich schon informiert, dass Sie wieder kommen. Sie haben Neues zu berichten, ja? Ja, und das ist mein Azubi Robert. Und der andere Herr in Schaumstoff? Ja, das ist eine Puppe, die habe ich gerade im Tierheim im Schrank gefunden. Ich habe mich ja fast zu Tode erschreckt und ich kann es überhaupt nicht fassen. Was hast du bloß gemacht? Was? Was ist los? Was meinst du? Ich weiß nicht, wovon du redest. Na, kannst du mir mal das bitte hier erklären, was das soll? Das ist doch mein Foto. Wie kommt mein Foto dahin? Krass, das ist die Jacke, Mann. Die habe ich dir auch mal geliehen. Was soll denn das? Sie war auf einmal weg. Ich weiß auch nicht, wie die weggekommen ist. Ich war halt wieder ein bisschen frei gewesen. Und wie kommen die Sachen hier ran? Das sind in der Tat alles interessante Fragen und die würde ich jetzt ganz gern klären. Machen wir aber eins nach dem anderen. Zunächst mal setzen Sie sich nach hinten, bitte, Herr Stiefel. Und dann kommen Sie mal mit der Puppe nach vorn. Stellen wir gerade mal daher. Bitte schön, dann schauen wir uns Sie mal genauer an. Ja. Hau ab mit die Fresse. Also das sind gerade im Halsbereich deutliche Angriffs- und Bissspuren. Und die stickt, ehrlich gesagt. Ja, die riecht wie nasser Hund, ehrlich gesagt. Ist das sowas wie eine Trainingspuppe, um Hunde abzurichten? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die habe ich auch gerade eben erst gefunden. Ja, und wo? Im Tierheim, im Schrank.
Was wird da normalerweise aufbewahrt in dem Schrank? Na, in dem Schrank habe ich eigentlich so Kleinigkeiten, da gehe ich auch ganz selten ran. Aber da die Förderer heute kommen wollten, wollte ich meine Jacke in den Schrank hängen. Und als ich die Tür aufmache, fällt mir jedes Ding entgegen. Ich habe mich total erschrocken. Ich nehme an, Sie sind vor allem ganz erschrocken, Frau Drosch. Oder so schließt sie nämlich der Kreis. Sieht ja ganz danach aus, als ob Sie mit einer Puppe den Hund ganz gezielt auf Menschen abgerichtet haben, damit er Menschen beißen würde. Ganz konkret reden wir von Herrn Stiefel und Herrn Weber. Nein. Wie bescheuert musst du da gewesen sein? Du und ich hab immer geglaubt, du liebst Tiere. Und dabei richtest du die zu einer Waffe ab. Ich fass es nicht. Melanie, du warst es doch nicht wirklich. Nein, verdammt nochmal, warum glaubt mir keiner? Das kann ich Ihnen sagen, warum keiner glaubt. Wir werden natürlich die Spurensicherung auf diese Puppe ansetzen. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Puppe übersät ist von DNA-Spuren Ihrer Person. Moment, versuchen wir das mal so zu klären. Geben Sie mal die Puppe, die lehnen wir mal da hin. Und Sie nehmen mal in der Mitte Platz, bitte schön. So. Also, ich vernehme Sie jetzt noch mal als Zeugen. Ja? Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen, das wissen Sie. Wenn nicht, dann würden Sie sich strafbar machen. Hm. Also, wenn der Hund wirklich mit dieser Schaumstoffpuppe da abgerichtet wurde, lass uns mal weiterdenken, dann verstehe ich nicht ganz, wieso da ein Foto von Thomas Stiefel drauf ist am Gesicht und nicht von Ken Weber. Naja, ich nehme also mal an, die Angeklagte war überzeugt davon, dass die beiden Jungs den Überfall auf die Großmutter gemeinsam begangen haben. Und ich meine, am Ende, sie wusste ja, sie beiden im Doppelpack auftreten, war es ihr wurscht, wen von beiden es treffen würde. Hauptsache einen von beiden. Nein, ich wäre dazu niemals in der Lage gewesen. Ich bin unschuldig und ich hätte niemals zugelassen, dass Attila deswegen eingeschläfert wird. Halt dieses Theater nicht mehr aus. Also, wie Sie hier um Ihre eigene Wahrheit da so rumjammern, ich halte das nicht mehr aus, dieses Gelüge von Ihnen. Wieso wirken Sie da hinten eigentlich die ganze Zeit so nervös? Ja, weil Sie Melanie in Ruhe lassen sollen. Und wieso? Ja, weil Melanie Attila nicht abgerichtet hat. Und woher wissen Sie das so genau? Weil ich es war. Sie? Was, Alter? Du kleiner Lappen, Alter? Jetzt haben Sie mal Sendepause, bitteschön. Krass, ich fass es nicht. Ja, dann möchte ich allerdings das Ganze von Ihnen ein bisschen genauer wissen. Frau Weiling, herzlichen Dank, dass Sie sofort geschaltet haben, dass Sie gekommen sind. Sie nehmen jetzt bitte dahin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dann kommen Sie mal nach vorn, haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja. Dann bringen Sie mir den, bitte schön. 55 erste Probe. Ich belehre Sie auch gleich, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja. Auf einzelne Fragen können Sie Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Also Sie heißen offensichtlich Robert Ammann, Sie sind 18 Jahre alt und wohnen in Berlin, oder? Ja. Ledig, nehme ich mal an. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Azubi zum Tierpfleger im Heim der Vier Pfoten. Verwandt oder verschwägert mit Melanie? Nein, wir kennen uns nur aus dem Tierheim. Ja, und Sie wissen ja, was Ihre Kollegin vorgeworfen hat. Sie soll am 4. März den Hund Attila absichtlich auf den Ken Weber gehetzt haben, der schwer verletzt wurde durch den Hund. Haben Sie Attila mit dieser Schaumstoffpuppe abgerichtet? Ja. Und? Warum sagen Sie das jetzt hier? Weil es die Wahrheit ist oder wollen Sie vielleicht einfach nur der Angeklagten, die Sie vielleicht ganz gerne mögen, helfen? Nein, ich war es tatsächlich. Ja, und warum haben Sie es gemacht? Ja, weil diese gemeinen Typen die Tiere dauernd im Heim gequält haben. Vor allem dieser Thomas, aber auch der andere und nicht nur die Tiere. Nicht nur die Tiere? Wen denn noch? Ja, mich. Sie haben mich bespuckt und rumgeschubst und mich sogar zusammen mit den Tieren in so einen Käfig eingesperrt. Und die haben die Hunde sogar noch aggressiv gemacht. Ich hatte echt die Nase voll. Und deswegen haben Sie diese Schaumstoffpuppe präpariert? Ja, ich wollte den Jungs einfach nur Schiss einjagen, dass Attila mich endlich verteidigt. Du hast doch nicht mal und meine Jacke hast du auch noch geklaut. Er lag mal wieder rotzbesoffen im Park und hat seinen Rausch ausgeschlafen. Hör mal, das Foto, das habe ich gleich mitgemacht. Ich habe es halt vergrößert. Und schön ausgedruckt. Alter, du bist doch krank, Mann. Hör mal, Richter, hören Sie mal, ich hab mir an dem Morgen fast in die Hose gemacht vor Angst. Du Vollhorst, Alter, das war meine Jacke. Der Thomas hat die auch bloß ausgeliehen gehabt. Hör mal, wen von euch die Jacke gehört hat, ist mir scheißegal. Alter. Ich wollte einfach nur, dass Attila mich verteidigt, wenn ihr mir noch mal so blöd kommt. Alter, was bist du für ein Opfer? Was hast du denn für ein Problem, Mann? Was mein Problem ist? Ich hätte dabei verrecken können. Ihr seid mein Problem. Verdammt noch mal. Naja, ist krank. Zum ersten Mal hat der Herr Weber hier recht. Der hätte draufgehen können. Sie hätten beinahe den Tod eines Menschen verursacht. Ich hab das doch. Ich wollte das einfach doch nicht. Ich wollte einfach nur, dass die Jungs die Tiere im Heim einfach in Ruhe lassen. Warum sagst du das erst jetzt? Warum lässt du mich die ganze Zeit in der Luft hängen? Seit Monaten denken alle, ich hätte Attila auf diesen Penner.
Rechner da gehetzt. Melanie, ich habe gedacht, dass du vielleicht von alleine wieder rauskommst. Aber als ich eben gesehen habe, dass du doch verurteilt wirst, dann musste ich etwas sagen. Hast du denn eigentlich an den armen Attila gedacht? Deinetwegen mussten wir ihn einschläfern lassen. So weit habe ich doch gar nicht gedacht, Mensch. Er war doch schließlich auch ein Opfer von den Typen. Er war doch wie ein Verbündeter für mich. Ich vermisse Attila. Also, dass sie sich und die Tiere schützen wollten, habe ich alles Verständnis. Aber einen Hund aggressiv machen, ist beileibe kein Ausdruck von Tierliebe. Und gerade Sie als Tierpflegerlehrling hätten eigentlich auch wissen müssen, dass Sie mit dem Abrichten eines solchen Hundes ganz schnell übers Ziel hinausschießen, dass Sie ihn auch nur beherrschen können. Ja, ich weiß. Es tut mir auch total leid. Komm, Alter, halt die Fresse, Mann. Nee. Also von Ihnen will ich jetzt sowas überhaupt nicht mehr hören. Der versucht gerade, sich bei Ihnen zu entschuldigen. Und da ist so ein Einwurf wirklich völlig daneben. Noch Fragen? Keine, danke. Dann bleiben Sie unvereidigt, genauso bleibt der Herr Stiefel unvereidigt. Ja, dann bitte noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe, Herr Hoppe. Gerne. Also, so wie ich Sie kennengelernt habe, würde ich Sie absolut als eine eigensinnige, zum Teil auch sehr rebellische, aber doch stets bodenständige Jugendliche bezeichnen, die aufgrund ihrer familiären Situation größtenteils bei den Großeltern aufgewachsen ist. Sie hat bisweilen Schwierigkeiten gehabt, sich in ihrer Altersgruppe sozial mit einzugliedern, was natürlich auch an ihrer impulsiven Art liegen kann. Deshalb würde ich da auf alle Fälle zu Jugendstrafrecht raten. Ansonsten ist aber hoch zu loben, dass sie natürlich hier ein Engagement, ein ehrenamtliches Engagement sich damit einbringt in ihrem örtlichen Tierheim. Und deshalb würde ich im Falle einer Sanktion auch zu Arbeitsstunden in einem Tierheim raten. Schädliche Neigungen kann ich bei ihr auf jeden Fall nicht erkennen. Dankeschön, Herr Hoppe. Wir haben noch einen Auszug aus dem Erziehungs- und Bundeszentralregister. Keine Eintragung, also bisher nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Was riecht der Verteidiger? Ey, Alter, was geht? Foulplay oder was? Mann, ey, du feige Sau, checkst du es bald? Das ist jetzt mal ein freies Zitat von dem Dialog, den die beiden Herren Stiefel und Weber für uns am besten gegeben haben. Was will ich damit sagen? Die beiden sind nicht nett zueinander, wenn es hart auf hart kommt. Da kann sich keiner auf den anderen verlassen. Das heißt, wenn der Stiefel hier sagt, ich habe Fass gehört, dann sagt das nicht, um seinem Kumpel einen Gefallen zu tun, dann hat das gehört. Und blöd ist er ja auch nicht. Fass und aus klingt schon sehr verschieden. Wenn Sie jetzt Fass gesagt haben, Frau Drosch, dann ist die Frage, was wollten Sie damit anrichten? Zugegeben, dass Herr Amann Ihnen zugespielt hatte, das konnten Sie nicht wissen. Aber was Sie wussten ist, dass Attila eine schwere Kindheit hatte, dass er gequält worden ist von seinem damaligen Herrchen und dass er hochaggressiv und gefährlich ist. Und Sie wussten, wenn Sie Fass sagen, dass es dann zu einer ganz schlimmen Körperverletzung kommt. Könnte. Und was sagen Sie hier in der Hauptverhandlung dazu? Alle denken, ich hätte Attila auf die Penner gehetzt. So sieht kein Geständnis aus. Und so sieht auch nicht Einsicht aus. Nichts von all dem haben wir hier gehört. Das bedauere ich sehr. Vielleicht bedauern Sie es auch, wenn Sie meinen Antrag hören. Ich beantrage eine Jugendstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten auszusetzen zur Bewährung. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Bundesgericht, Herr Staatsanwalt, Fass oder aus? Das ist in der Tat die entscheidende Frage. Der Herr Weber, der hatte keine Erinnerung daran, was nun tatsächlich gesagt worden war. Und der Herr Stiefel, der hat lange gezögert, ich habe das genau beobachtet hier im Gerichtssaal, der hat lange gezögert, bis er dann irgendwie so ein bisschen leise, halblaut gesagt hat, sie hätte Fass gesagt. Es gibt also hier keinen eindeutigen Beweis, was nun tatsächlich von meiner Mandantin gesprochen worden ist. Was aber ganz deutlich geworden ist, hier zum Ende der Beweisaufnahme, dass Robert Ammann derjenige ist, der hinter dieser Schaumstoffpuppe präpariert mit dem Gesicht des Herrn Stiefel, präpariert mit der Jacke des Herrn Weber, dass er dahinter steckt, dass er hier einen verständlichen, einen nachvollziehbaren Hass, auch eine Angst auf die beiden Jungs und gegenüber diesen beiden Jungs hatte. Das heißt, meine Mandantin hatte, das ist doch hier deutlich geworden, überhaupt keine Ahnung davon, dass dieser Hund Attila regelrecht zur Kampfmaschine abgerichtet worden war. Und das spricht dafür, dass sie tatsächlich völlig ahnungslos da Gassi ging und dass sich der Hund losriss, weil er eben seine beiden Peiniger offenbar wiedererkannte. Ich beantrage jedenfalls aus Mangel an Beweisen Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Dorsch, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich habe nicht Fass gesagt, sondern aus. Und ich bitte Sie, bestrafen Sie die zwei Verbrecher dafür, was Sie meiner Oma angetan haben. Aber richtig, bitte. Jetzt geht es erstmal um Sie. Und das Urteil wird nach einer kurzen Beratungspause verkündet. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Melanie Dorsch wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Ja, Fass oder aus? Das war die Frage. Bei Fass hätten Sie mit einer massiven Jugendstrafe rechnen müssen, wenn Sie den Hund wirklich als Waffe benutzt haben.
und bei Aus zumindest nicht Verurteilung hier wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Nur der Herr Stiefel hat es gehört und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Der hat ja gezögert, erst mal auf meine Nachfrage, hätte es auch ausheißen können. Ja? Und erst als der Herr Weber gesagt hat, ey, was überlegst du? Da hat er dann gesagt, nein, es war auf jeden Fall fast durchaus möglich, dass er das leichtfertig so gesagt hat, weil er dem Herrn Weber zu dem Zeitpunkt doch noch gefallen wollte oder keinen Ärger mit ihm wollte. Denkbar, dass der Hund sich losgerissen hat. Immerhin wissen wir ja jetzt, dass er abgerichtet war, da auf die beiden zu fassen. Im Zweifel nehme ich also an, dass sie ihn nicht losgehetzt haben. Bleibt immer noch die Frage, sind sie wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verurteilen? Nicht immer, wenn ein Hund beißt, ist der Hundeführer dafür zu bestrafen. Da müsste eine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegen. Sie haben sich informiert, sie haben Umgang mit Hunden gehabt, sie waren geübt, sie haben ihn an der Leine gehabt und sie mussten halt einfach nicht damit rechnen, dass er sich losreißt, wenn er die beiden da sieht, weil sie ja nicht gewusst haben, dass er eben abgerichtet war. Deswegen keine Sorgfalt. Pflichtverletzung, deswegen voller Freispruch. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ja, und die beiden Herren da hinten sind auch richtig schön auf den Hund gekommen. Da kommt jetzt einiges auf sie zu. Raub, Körperverletzung, Falschaussage und natürlich auch Tierquälerei. Und damit haben sie ab heute mit den Hunden im Tierheim einiges gemeinsam. Erstens gibt es das Essen im Napf und zweitens sehen sie den Himmel durch Gitterstäbe. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ich greife die Worte des Herrn Vorsitzenden mal auf. Herr Stiefel, Herr Weber, Sie sind beide vorläufig festgenommen. Es besteht unter anderem der dringende Tatverdacht des gemeinschaftlichen Raubes. Herr Seedorf, Sie nehmen die beiden mit. Ich komme mal gleich mit. Ja, also Sie haben es gehört. Gehen Sie mal langsam vor. Sie kommen auch mit. Ken Weber wurde wegen gemeinschaftlichen Raubes, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung, gemeinschaftlicher Tierquälerei, gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung und gemeinschaftlicher vorsätzlicher Körperverletzung sowie uneidlicher Falschaussage zu einer Jugendstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Thomas Stiefel wurde wegen gemeinschaftlichen Raubes, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung, gemeinschaftlicher Tierquälerei, gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung und gemeinschaftlicher vorsätzlicher Körperverletzung sowie uneidlicher Falschaussage zu einer Jugendstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Robert Amann wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit im Tierheim verurteilt.